Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zu dieser Ausblickfolge zur Alexander Niewski. D10, leichter Kreuzer, quasi das Prachtstück dieses Baums dann. Nachfolger der Dimitri Donskoi, auch 180 mm Kaliber, so wie die Donskoi das auch hat, aber hier in einer leicht anderen Anordnung. Wollen wir uns einmal das Schiffsmodell angucken. Ist definitiv schon mal gleich kompakter als die Petropav Loss. Das hier, wie gesagt, ist ja auch ein leichter Kreuzer, liegt aber auch sehr schön tief Wasser, muss man sagen. Das fällt mir hier sowieso sehr positiv auf, im Gegensatz zum Beispiel zur Moskwa, ja doch deutlich höher im Wasser lag, liegt auch die Petropav Losk ja schon viel tiefer im Wasser und das ist halt auch bei der Alexander Niewski hier der Fall. Wir haben jetzt vorne zwei Geschütze mit 2 Rohre, 180 mm. Dann gibt es jede Menge Flugabwehr, Torpedowerfer haben wir ja auch dabei, in jeder Seite einen. Und dann haben wir auch hinten wieder zwei Türme, A2 Rohre, 180 mm Kaliber. Jede Menge an kleinen Aufbauten dabei, also auch hier Beiboot und Co., alles was so dazugehört. Wie immer ziemlich cool gelungen, die ganze Geschichte. Und ich finde das Schiff schon mal prinzipiell sehr attraktiv, weil es ziemlich kurz ist für eine T10-Schiff. Das finde ich eigentlich schon mal total genial. Wollen wir uns noch mal ein bisschen die Panzerungsanordnung angucken, damit ihr einschätzen könnt, wie stark dieses Schiff gepanzert ist. Der Aufbau ist sehr ähnlich, aber von der Millimeteranzahl dann doch Unterschiede zur Petropavlovsk. Und zwar haben wir hier die 25 mm, das ist bei der Petropavlovsk genauso. Und dann hier die 50 mm Bugpanzergürtel, damit man nicht im Nahkampf hier vorne in die Zedelle reinschießen kann. Zumindest dass es dann eher mal zur Abprallung kommt. Das ist eigentlich der Grund dafür. Oben drauf 30, an der Seite 25 mm. Ihr kennt es, die 25 mm Sorgen, ist eben, das macht so ein bisschen Sorgen, weil ab 358 mm Kaliber diese Panzerung eben ignoriert wird. Und das sind auch eine Menge Schiffe, die auf T10 mehr als 358 mm Kaliber haben. Bei der 30 mm Panzerung, da ist es dann, sind dann schon nachher 430 mm Kaliber notwendig, um da zu overmatchen, also dass da die Panzerung ignoriert wird. Heißt aber zum Beispiel, die Republik zum Beispiel ist ein echter Gegner für euch. Ab da geht es dann los. Auch die Kremlin, Yamato sowieso, davon die ganzen Geschichten. Aber auch HE-mäßig seid ihr jetzt nicht gerade besonders gut ausgestattet, weil Kitakase, Harugumo und Co. können euch schon ordentlich nerven mit ihren IFA-E-geskillten Schiffen. Macht da wahrscheinlich immer noch jede Menge Sinn, da IFAE mit reinzubauen. Ne? Ja, an der Seite sehen wir dann hier 140 mm, aber lest ganz genau, es ist die Kasematte, es ist keine Zitadelle und diese Panzerung wird der Kasematte angerechnet. Das heißt, wenn da drin eine Penetration stattfindet, dann gibt es eben kein 100% Alpha-Damage, wie das wäre, wenn man eben die Zitadelle trifft. Da muss man nämlich ein ganzes Stück weiter rein, nämlich bis hier sind dann nochmal 40 mm drauf. Das heißt, wir haben dann mit allen drum und dran, außen 140, innen 40, 180 mm Panzerung, die geschlagen werden muss. Die Zitadelle bei der Moskwa als Beispiel nur mal, war mit 155 mm Panzerung außen gepanzert und war auch von Überwasser zu erreichen. Hier ist die Hälfte sogar schon unter Wasser. Also die russischen Kreuzer sind auf jeden Fall mal ein bisschen beschusssicherer geworden. Nicht massiv, aber schon wesentlich, also erwähnenswert, sage ich es mal. Ja, hinten sind halt auch diese 25 mm überall dabei. Das heißt, auch von hinten ist die Anfälligkeit da. Und das war es eigentlich schon, was man aktuell zu der Alexander Niewski bei der Panzerung sagen kann. Ich schicke euch jetzt direkt ins Gefecht. Wie gesagt, Anschaulichkeiten vom Gefecht sind meistens auch viel mehr aussagend als diese ganzen theoretischen Sachen im Hafen. Deswegen hören wir uns gleich wieder. So, wir sind nach Griechenland gereist und haben da das Schiff zu Wasser gelassen. Zusammen mit Toxic 85 bin ich hier eine T10 bis T8 Runde gefahren und wir wollen uns jetzt erstmal schnell die technischen Daten angucken, bevor wir hier weiter aufs Gefecht eingehen. Trefferpunkte haben wir hier 50.900 und 19% Torpedoschadensverringerung. Von den Trefferpunkten her sind wir sehr, sehr stark für einen leichten Kreuzer und die Torpedoschadensverringerung ist quasi der gleiche Wert wie bei der Wooster, die nämlich auch 19% hat. Bei der Hauptbatterie haben wir am Ende vier Türme A2 Rohre mit 180 mm Kaliber
Und hier gefällt mir schon mal die Ladezeit sehr, sehr gut. Wir haben sie hier runtergeskillt mit der Hauptbewaffnungsmodifikation 3. So kommen wir dann auf 5,3 Sekunden. Die 180-Grad-Kehre dauert 19,1 Sekunden. Wie gesagt, das sind verbesserte oder veränderte Werte. Ich stelle hier quasi auch gleich meine Skillung mit vor. Die Module blende ich euch dann später alles mit ein. Ja, also wie gesagt, 5,3 Sekunden ist also wirklich ordentlich. Ist ein sehr, sehr direkter Schuss, typisch russisch. Ja, man muss nicht weit vorhalten oder hat einen großen Schussbogen, sondern kann da direkt drauf schießen. Hat manchmal Vorteile, manchmal Nachteile. Steht man hinter Bergen, kommt man da eben nicht drüber. Aber braucht man gerade den direkten Schuss, ist es natürlich intuitiver, gerade gegen einen anderen Zerstörer zum Beispiel. Ne? Und als Zerstörerjäger würde sich dieses Schiff hier definitiv sehr, sehr gut eignen. Maximale Streuung sind am Ende hier 153 Meter, 2500 ist der Alpha-Damage der HE-Granate. Für einen leichten Kreuzer ist das ein sehr, sehr guter Wert. Die Wusta 2200, die Smolensk 1800, Smolensk, ich weiß, das ist so ein bisschen ganz speziell, aber ich habe jetzt einfach mal diesen Wert hier mit herbeigezogen. Brandwahrscheinlichkeit 17%, geskillt mit dem Kapitän, ja, den haben wir hier nämlich hier auf Sprengmeister geskillt und wir haben die beiden Signalflaggen natürlich auch mit drauf, damit wir auf diesen Wert kommen. 30 mm ist die Penetration der HE-Granate, heißt ein Sechstel Penetration für die russischen Granaten. Die AP auch nicht von schlechten Eltern. 4450 Alpha Damage bei der AP-Granate. Das ist ein richtig starker Wert. Die Wusta hat 3200, Minotaur 3200. Also da muss man sagen, das ist wirklich ein relativ heftiger Teil. 19 Kilometer ist die Kampfentfernung ungeskillt. Ne? Also das ist der Stockwert aktuell, zumindest in dieser Work-in-Progress-Version. Dann haben wir eine Mündungsgeschwindigkeit von 1000 Meter pro Sekunde. Also sehr, sehr hohe Mündungsgeschwindigkeit. Die Sekundär, gut, die können wir so gut wie vernachlässigen. 5,3 Kilometer Reichweite. Mehr brauchen wir dazu eigentlich gar nicht sagen, weil die setzen wir eh nicht ein. Wenn wir in Sekundärreichweite sind, setzen wir unsere Torpedos ein. Die haben wir nämlich auch dabei am Deck. Jede Seite hat einen Werfer, A5 Torpedos. 8 Kilometer ist hier die Reichweite, 14.400 der Alpha Damage. Und die sind 60 Knoten schnell, also richtig gute Nahkampfstachel. Eigentlich schon Midrange-Stachel, die hier die Alexander Nevsky mit dabei hat. Nächster Wert ist dann die Flugabwehr. Die werden wir auch im Laufe des Gefechts hier noch in Aktion sehen. In meiner Version hier gibt es einen kontinuierlichen Schaden von 307, Schaden durch Explosion 1764 und wir haben 8 Explosionen dabei. Die Flugabwehr geht hier hoch bis 6,9 Kilometer Reichweite. Also auch ein sehr, sehr, sehr guter Wert. Das ist mir bei der Petropavlovsk schon aufgefallen, dass die Reichweite für die Flugabwehr hier schon sehr, sehr deutlich und sehr, sehr stark ist. Und ja, die Mittelstrecke hat halt 4 Kilometer und der Rest ist dann bis 6,9 eben der Langstreckenwert. Ne? Kontinuierlich, wie gesagt, 307 kontinuierlicher Schaden, damit wir das so ein bisschen einsortieren. Richtig gute Schiffe haben so um die 400 bis 500 kontinuierlichen Schaden. Jetzt sind wir hier am unteren Ende von 300 beim kontinuierlichen Schaden. Ich denke mal, das ist so ein vorderes Mittelfeld. So würde ich das von der Einschätzung erstmal so abgeben wollen. Ne? Gut, weiter geht's dann mit der Manövrierbarkeit. 37,8 Knoten, angenehme Höchstgeschwindigkeit, 940 Meter Wendekreis, ist für dieses kleine Schiff dann doch gewöhnungsbedürftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Fast ein Kilometer Wendekreis, boah, das ist echt heftig. War mir jetzt so auch gar nicht ganz klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Überrascht mich gerade ein bisschen. Ruderstellzeit 9,2 Sekunden ist hier schon verbessert dabei. Hier ist das Ruderstellzeitmodul schon eingebaut. Erkennbarkeit zu Wasser. Ich habe hier komplett auf Tarnung gebaut. Also Tarnmodul drin, den Kapitän auf Tarnung gebaut und so weiter. Die Tarnung an sich beim Schiff drauf. 12,8 Kilometer ist wieder relativ weit sichtbar, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Schiffen. Allerdings haben wir hier auch eine sehr, sehr hohe Geschützreichweite mit 19 Kilometer. Da sind die 12,8 auf jeden Fall angemessen aus meiner Sicht. 8,4 zur Luft und 10 Kilometer geht ihr auf, wenn ihr im Nebel steht und schießt. Oh, hier ganz kurz zum Gefecht. Können wir einmal schon mal festhalten, wir sind hier
erst mit zu A rübergefahren, um da so ein bisschen was zu bewirken. Gab auch relativ schnell schon viele Brände. Ihr seht, ne, ich schieße ziemlich viel HE und die Granaten sind ja echt stark. Ne? Also die North Carolina gerade mit einem Doppelbrand, da hat vor schon ein paar Brände gelegt. Also das ist so eine Sache. Ich konnte hier gut die Insel ausnutzen, ging selber nicht auf und konnte dann erstmal schön meine ganzen Geschütze in Stellung bringen und da ordentlich die Brände hinlegen. Wäre da jetzt noch irgendein DD gewesen oder so eine Sache, hätte man mit Radar ohne Probleme den Dampfer aufmachen können. Denn wir haben hier ganz hervorragende Verbrauchsmaterialien. Wir haben hier ein Schadensbegrenzungsteam, ganz üblich, 5 Sekunden aktiv und mit der Sierra Mike, also mit der Tausendsasser-Flagge, November Foxtrot ist das nämlich, kommen wir dann auf 57 Sekunden Ladezeit. Wir haben im Slot 2 Hydroakustik, Torpedos werden 5 Kilometer, werden 3,5 Kilometer geortet, 5 Kilometer werden Schiffe geortet und die Wirkungsdauer beträgt 100 Sekunden und wir haben im Slot 3 das Überwachungsradar und das ist hier wieder anders als das Überwachungsradar, was bei den schweren Kreuzern eingebaut ist. Bei den schweren Kreuzern ist das Überwachungsradar 12 Kilometer Reichweite und 15 Sekunden aktiv. Hier haben wir 12 Kilometer Reichweite und 30 Sekunden Aktivität. Ich habe jetzt hier noch dieses Modul eingebaut zum verbesserten Überwachungsradar, was die Wirkungsdauer um 20% verlängert. Ich komme somit auf 36 Sekunden Wirkungsdauer von dem Überwachungsradar. Und was bei der ganz geringen Schussfolge, wo wir 5,3 Sekunden Nachladedauer nur haben, das heißt, wenn dann die D in der Reichweite ist, der direkte Schuss und so weiter, macht diesen Dampfer hier auf jeden Fall zu einem sehr, sehr starken Dampfer im Kampf gegen feindliche Zerstörer. Ihr seht es jetzt hier, geht die Akizuki gerade schon auf. Und wir sind dann quasi schon unterwegs. Ich hatte jetzt hier AP reingeladen, aber auch die AP kann man erstmal nutzen, nicht gleich umladen. Da ist die SAP-Granate, sind da noch dabei von der Venezia. Ein bisschen zu weit vorgehalten. Wie gesagt, war das allererste Gefecht mit der Aksana Nevsky. Und am Ende nehme ich sie dann doch noch raus. Ist also eine ganz ordentliche Geschichte. Einmal Hydro an, damit wir wissen, ob da Torps kommen oder eben nicht. Und die Geschichte hat sich erstmal gegessen. Ja, in Slot 4 gibt es dann die Reparaturmannschaft, die 305 Trefferpunkte pro Sekunde wiederherstellt, 28 Sekunden lang aktiv ist. Und ihr seht selber, wir können dann bis zu 8.500 Trefferpunkte in einem Zyklus wiederherstellen. Das ist auch schon mit in der Delta-Flagge eingerechnet. Ich habe dann hier die Verbesserung eingebaut, nämlich Hauptbewaffnungsmodifikation 1, dann die eben schon genannte Überwachungsradar-Modifikation 1 für mehr Wirkungsdauer. In Slot 3 ganz klar Zielsystemmodifikation. Die Hauptbewaffnung sind hier meine Türme, nicht die Torpedos. Und die bringe ich hiermit dann deutlich nach vorne. In Slot 4 habe ich mich für die Steuergetriebe-Modifikation entschieden, um halt schneller das Ruder zu betätigen, links und rechts. In Slot 5 gibt es die Tarnsystemmodifikation. Und in Slot 6 dann eben die Hauptbatterie-Modifikation. Da habe ich als Nachteil eben die Drehgeschwindigkeit der Haupttürme, aber als Vorteil eben, dass die Ladezeit um 12% beschleunigt wird oder verkürzt wird sozusagen. Signale blende ich euch auch gerade eben ein. Hier ist November Echo Set 7 für besseren Flaggschaden dabei. Dann die beiden Brandflaggen, India X-Ray und Victor Lima und dann kommen wir in die zweite Reihe von links an. November Foxtrot ist eben, dass das Verbrauchsmaterial schneller wiederhergestellt werden kann. Und dann haben wir Sierra Mike für mehr Höchstgeschwindigkeit, India Delta für mehr Trefferpunkte bei der Reparaturmannschaft. Und dann habe ich hier noch India Yankee dabei, dass die Brände schneller ausgehen, also schneller gelöscht werden, 20%. Und dann habe ich noch hier die Juliet Charlie Flagge dabei, ne? Anti-Deto Flagge nennt sich das auch. Sonst kann man noch kurz zum Kapitän sprechen. Ich habe den jetzt einfach von der Petropawlowsk rübergenommen zu Aleksandr Nevsky. Das heißt, das ist noch nicht mal unbedingt automatisch die cleverste Variante. Aber ich möchte ganz kurz nochmal euch diese Situation hier zeigen. Die Desmo kam da raus und ich hatte HE drin, habe also erst HE geschossen. Das war gar nicht so clever. Hätte ich mir den Schuss gespart, hätte ich ja vielleicht und hätte umgeladen, wäre vielleicht gut gewesen, hätte ich sie nicht so doll, also hätte sie nicht so zeitig eingelenkt. Aber sie macht trotzdem den Fehler und fährt wieder in die Breitseite für mich. Und dann kommt eben die geile AP der Russen zum Tragen. Hier Doppelzieter und ich glaube, jetzt geht es gleich nochmal weiter mit nochmal einer Zieter. So ist es. Also ihr merkt schon, die AP, die hat es ganz schön drauf und die macht ganz schön Aua. Der Alpha-Damage ist recht hoch, wie ich persönlich finde. Und ja,
das merkt man halt auch immer wieder, wenn man die richtigen Ziele bekämpft. So, voriges Ziel habe ich hier drin, damit ich sehe, wie häufig ich aufgeschaltet bin. Werde jetzt hier auch gerade fokussiert von der Tierpitz, von der Republik. Und ja, die Alexander Nevsky hält nicht ganz so viel aus, wie jetzt zum Beispiel die Petropavlovsk. Hier gleich eine ordentliche Zita kassiert und noch ein paar Penetrationen dazu. Dann waren einfach mal 17.000 Trefferpunkte weg. War ein bisschen dusselig von mir gemacht, ein bisschen zu viel Breitseite gefahren. Und auch jetzt schieße ich immer noch weiter. Da wäre die logische und cleverere Variante gewesen, eigentlich sich erstmal zugehen zu lassen. Aber irgendwie war ich da zu killgeil sozusagen. Dann kommt noch die Midway an, die mich hier mit Raketen beschießt. Ihr seht, auch da ist ein Anflug möglich. Der kontinuierliche Schaden reicht dann einfach nicht aus. Ne? Gehen wir nochmal weiter auf den Kapitän ein, denn Adrenalinrausch prockt natürlich jetzt gerade richtig für mich. Ne? Ich habe kaum noch Trefferpunkte und habe jetzt hier die maximalste Möglichkeit für Adrenalinrausch schon mal ausgenutzt. Gehe jetzt auch gleich zu. Ich muss jetzt noch 7 Sekunden abwarten und hoffen, dass mich hier keiner weiter trifft. Müssen wir gerade mal schauen, ob wir das auch alles hier vernünftig hinbekommen. Wackeln noch ein bisschen hin und her, um es den Gegner ein bisschen schwerer zu machen, einzuschätzen, wohin ich fahre. Und da kommen nochmal Granaten an, aber da habe ich eben mega Schwein, ne, von der Amagi, dass die mich nicht so richtig gut trifft. Ich habe hier den Elite-Schützen drauf, so komme ich dann auf diese 19,1 Sekunden, wenn ich eben Hauptbewaffnungsmodifikation 3 Modul einbaue. Ja, sonst wäre die Turmdrehzeit noch ein Ticken langsamer. Ich habe natürlich Adrenalin-Rausch hier mit reingeskillt gehabt. In der dritten Reihe Inspekteur und Sprengmeister, um da einfach eine Aufladung überall mehr zu haben bei der Reparaturmannschaft, beim Radar, beim Hydro und so weiter. Sprengmeister ist hier Pflicht, meiner Meinung nach, um die Brandwahrscheinlichkeit weiter nach oben zu pushen. Und im unteren Bereich habe ich hier den Tarnungsmeister drin gehabt und eben den Brandschutz. Ja, aber ob ich den nochmal so skillen würde, ist eine Frage. Ich denke eher nicht. Ich würde dann statt Brandschutz sicherlich hier auf Grundlage der Überlebensfähigkeit gehen oder eben Schießgrundausbildung, um die Flak zu verstärken. Und Grundlage der Überlebensfähigkeit würde eben die Dauer für die Brandbekämpfung reduzieren oder so eine Sachen. Je nachdem. Dann hat man ja noch einen Skillpunkt übrig, den würde ich dann wahrscheinlich in die präventiven Maßnahmen stecken oder so eine Sachen. Oder man macht es ganz anders und geht dann auf 1000 Sasser, um nochmal schneller die Verbrauchsmaterialien parat zu haben, von denen man ja auch nicht wenig hat. Also da gibt es sicherlich viele, viele Optionen. Ich möchte euch auf jeden Fall kurz daran erinnern nochmal, it is work in progress. Nehmt das bitte nicht alles für bare Münze, was jetzt hier zu sehen ist. Es kann und wird sich noch einiges bei den Schiffen verändern. Ihr seht es ja auch bei den paneuropäischen DDs und bei den Schiffen davor gab es sehr, sehr viele Änderungen. Also von daher ja, können wir gespannt sein. Brandwahrscheinlichkeit war hier auf jeden Fall ganz ordentlich in dem Gefecht. Auch die AP hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Anzahl an diesen Verbrauchsmaterialien, Hydro, Radar, Reparaturmannschaft und so eine Sachen, macht das Schiff einfach ziemlich spaßig und ja, auch ein bisschen stark, muss man ganz ehrlich sagen. Gerade als DD hat man wahrscheinlich gegen die nicht sehr viel zu lachen. Mit der kurzen Nachladezeit ist das schon eine ganz interessante Geschichte. Dann, dazu kommt ja noch der direkte Schuss. Man muss also kaum groß vorhalten. Wenn das Video euch gefallen hat, dann würde ich euch bitten, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst und empfehlt uns, euren Freunden weiter, wenn ihr weitere Videos eben nicht verpassen wollt. Ne? Ich sage jetzt auf jeden Fall mal danke für eure Zeit. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen einen Work-in-Progress-Eindruck von dem Schiff da lassen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Sigros-Team, euer Andi. Ciao, ciao.